Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, heute wende ich mich aus einem ganz besonderen Anlass an Sie. Sie alle wissen, dass wir alle gerade sehr beschäftigt sind wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Das macht uns alle große Sorgen, aber es ist auch eine Zeit, in der wir klar sagen müssen, dass kein Grund zur Panik besteht. Wichtig ist, dass wir jetzt besonnen agieren und in Abstimmung mit unseren Fachleuten, die uns gut beraten und die alle Abläufe gut organisieren. Das gilt auch und gerade hier für Augsburg. Wenn Sie im Zusammenhang mit der Erkrankung, mit dem Coronavirus, Unsicherheiten haben, Zweifel haben, Fragen haben, dann gibt es Informationsmöglichkeiten dazu. Wenn Sie Sorge haben, dass Sie erkrankt oder infiziert sind, dann können Sie bei einer Hotline anrufen mit der Telefonnummer 116 117. Das ist der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst. Dort bekommen Sie fachliche Auskunft. Wenn Sie dort nicht weiter oder durchkommen, dann können Sie auch eine Hotline anrufen, die die Stadt Augsburg eingerichtet hat. Ein eigenes Bürgertelefon, wo Sie die häufig gestellten Fragen beantwortet bekommen. Und ganz wichtig, dort gibt es auch eine ärztliche Begleitung, sodass auch eine Situation eingeschätzt werden kann und Ihnen Empfehlungen gegeben werden können. Wir sorgen auch dafür, dass Sie ständig aktuelle Informationen bekommen können. Wir wissen alle, dass sich die Situation und die Informationslage täglich oder manchmal sogar stündlich ändern kann. Wir begleiten das alles mit. Und wenn Sie aktuell dranbleiben wollen, dann schauen Sie einfach auf unsere städtische Webseite augsburg.de unter dem Stichwort Coronavirus. Dort finden Sie alle wesentlichen Informationen und ganz wichtig auch die Kontaktdaten.